Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program in unserem Riesenuniversum. Wir sind hier gerade wieder mit unserem Big Tanker Euder oder so, wie ich den genannt habe, unterwegs und machen uns zur Alpha Centauri V2 auf dem Weg, um einmal den Tank aufzufüllen. Bedeutet, wir können aber, denke ich, wir haben hier oben, das ist Monopropellant, das ist doch Monotreibstoff. Hab schon gedacht, das wäre jetzt Horror gewesen. So, jetzt tun wir aber noch, bevor wir dann auf einmal keine Verbindung mehr haben, die Antennen ausfahren. Das wäre nämlich dezent beknackt, wenn wir auf einmal nicht mehr funken könnten, dass wir herumschweben. So. So, was mir aufgefallen ist, das Teil schwebt. Wie schwebt denn das? Schauen wir mal zum Mann schnell. Es dreht sich in die Richtung. Bedeutet, wir müssen so rum reinfliegen. Nicht andersrum. Und ich glaube, so fliegt nämlich eigentlich auch unsere Station. Kann das sein? Nee, die ist genau in die Gegenrichtung. Gott, ich hasse dieses Kopf drum machen, in welche Richtung eine blöde Station fliegt. So. Manöver hinzufügen. So. Genau, das ist. Nee, wir müssen so rum. Oh, fucking shit, auf Fell. Ich habe wieder mal gar keinen Plan, was ich machen muss. Sonst sollte so vorbei. Das schaut gut aus. Dann gehen wir auf den Manöverpunkt. Dann kann der Tank mal umdrehen. Es ist halt echt literally nur ein Tank mit einem Antrieb dran, einer KI und ein bisschen Solarpanel, RCS und das war's. Einfach nur ein fetter Tank. Mehr ist es einfach nicht mehr. Und der fliegt jetzt zu einer Hightech-Raumschiff, um es zu tanken. Story of my life. Aber es macht sich auch gar nicht schlecht. Das muss man ja lassen. Es versucht immerhin was. Es war sehr bemüht, würde in seiner Aufgabenliste stehen. Er war stets sehr bemüht, sich an einer Aufgabe zu auszuwählen. Ich sag's euch, jetzt Ostern, ja. Also letzte Woche, letztes Wochenende war für euch. Für mich war es gestern noch. Oder nee, für euch ist es jetzt vorgestern, weil ich tue die Folge diesmal einen Tag davor aufnehmen. Voll irregular eigentlich für mich, aber ich habe irgendwie es geschafft, in den 3 freien Tagen gefühlt nichts zu schaffen. Also ich bin geritten und alles drum und dran, klar. Aber irgendwie die Aufnahmen habe ich die ganze Zeit vergessen. Weil ich um 20 Uhr war bei mir dann mit Freunden zocken und dann habe ich einen DayZ-Server noch eingerichtet. Ich habe Sachen geplant und. Also irgendwie hat es nicht so ganz geklappt, so wie ich es wollte. Und morgen habe ich auch noch Matura in. Nee, warte mal, diese Woche habe ich noch gar keine Matura. Also kein Matura-Kurs mehr. Diese Woche habe ich sogar noch Ruhe, aber nächste Woche habe ich dann. Muss ich wieder jeden Tag nach Salzburg reinfahren. Oh, ei, ei, ei. Also so gerne ich auch die Matura mache, das ist so eine Sache, die kotzt mich jetzt schon wieder an. Dass ich wirklich jeden Tag da rausfahren muss. So. Vollschub einfach. Dann wird das schon. Wie viel Boost haben eigentlich die ganzen? Ah, die sind so schön angenehm leise einfach. 18, also die werden locker reichen. Und dann die ganzen kleinen Punkte, das macht sich besser. Das schaut aus wie ein Alien-Verantrieb. Aber jetzt braucht er halt auch wieder selber viel Tank. Das ist das ein andere eklig, ne? Jetzt braucht er selber so viel Tank, um halt das zu schaffen, aber es ist halt für uns lukrativer, das Riesenschiff von da außen loszuschießen, als von hier innen, weil dann haben wir noch weniger Tank. Wenn wir hier auffüllen und dann weiterfliegen, ist es halt nun mal schlauer.
Die Frage ist, was ich mir mal, oder die ich mir gerade stelle, ist, wenn wir den allgemeinen Tanker wirklich bauen, also wirklich einen großen, für genau diesen Treibstoff jetzt, und den im Weltraum rumfliegen lassen, der befüllt wird mit Raketen und dann fliegt, ist das effektiver? Oder wäre das effektiver? Weil im Grunde hast du ja, kannst du mehr im Weltraum bewegen. Bedeutet, rein theoretisch müsste es funktionieren. Aber ich hätte eh gerne Atomantriebe. Mich regt es auf, ich brauche Atomantriebe. Und die Elektroantriebe, alles, das würde um einiges, alles um einiges vereinfachen. Mit Elektro-Argon-Antrieben oder weiß der Kuckuck was, das würde es um einiges verändern. Den ganzen Kack, aber ja. Bis dahin dauert es ja noch. Was wette ich mit euch, dass das jetzt die falsche Flugbahn ist? Das wäre doch einfach typisch wieder für mich. Warte mal, dafür machen wir jetzt mit F5 was, glaube ich. Weil mit F9 beende ich auch die Aufnahme. Schnell speichern, gut. Wir spulen vor. Das Problem ist ja, dass wir auf die eine Seite vom Mond müssen, bedeutet in die eine Flugrichtung. Und ich vergesse jedes Mal, auf welcher Seite meine Linie sein muss, damit ich mit der Station oder mit der jetzt halt mit der Alpha Centauri da in die richtige Flugbahn komme. Feder Tanker im Weltraum unterwegs. Aber es schaut gut aus. Also man muss lassen, die Grafik hält sich echt gut von dem Game. Wenn man es allein hier vorne, das schaut auch. Also hat echt, also das Spiel. Außer der Performance ist es echt immer noch grandios. Also die Performance ist halt grottig, wenn wir, weißt du, das ist nicht viel. Und wir haben eine RTX 380, müsst ihr überlegen, einen Ryzen 7, 32 GB RAM, eine M.2 NVMe 4 TB Festplatte. Und also die Größe macht ja nichts, aber es ist eine NVMe. Und wir haben 22 FPS. Wie soll denn das funktionieren? Jetzt überleg mal, ich will das in 4K spielen. Was ich eh gerne mal machen würde. Also ich würde gerne irgendwann dieses oder nächstes Jahr auf 4K upgraden. Dann auch halt auch die Aufnahme auf 4K setzen. Aber da muss ich dann eher überlegen, ob ich mir nicht einen Aufnahme-PC hole als extra so einen kleinen, so eine kleine Box, wo ich dann meine Elgato Streaming Card reinhaue. Also ich bin immer noch der Meinung, dass wir richtig fliegen. Persönlich denke ich das jetzt, ne? Genau, weil die fliegt so rum. Eigentlich müssten wir sonst andersrum. Also nach dem Ding fliegen wir richtig. Ich weiß gar nicht, was habe ich bei der Station immer falsch gemacht? Ich glaube, ich war einfach zu dumm immer dafür. Hier vorspulen, aber ich muss bereits einmal das Vorspulen abbrechen. Und jetzt kommt dann eh wieder meine Lieblingsbeschäftigung. Das sage ich normalerweise immer früher. Ich muss es eigentlich immer echt mal wieder mit dem Mech-Chip machen. Und dann mache ich einfach so einen Timelapse, wie das Ding fliegt für euch. Mit Videoshots und sowas. Ich glaube, das würde das ganze Let's Play um einiges vereinfachen teilweise. Aber wir sind gar nicht mal so schlecht. Hö. Sehr nah sogar am, also von an der Flugbahn von dem Ding ran. Das finde ich jetzt echt nicht. Hö. Hö. Et Manöver hier, wie viel brauchen wir denn? Wenn wir jetzt sagen, wir fliegen so. 300. Pff, 24 Sekunden Schub. Wir richten uns direkt da drauf aus. Alter. Das wird. Genius in my head. Wenn wir außen sind, sind wir natürlich langsamer. Bedeutet, rein theoretisch sollten wir nach innen wechseln. Und von innen aufholen. Also auf eine niedrige Flugbahn gehen, weil dann jetzt ist ich, ah nee, warte mal, stopp, zurück, nochmal nach vorne. So, wir wissen noch nicht, das können wir rein theoretisch planen, sobald wir da sind, weil wir wissen nicht, wie weit er sich dreht, bis wir da sind. Schau mal, er ist ja um einiges flotter. Als Ziel setzen. LOL.
Ihr wollt mich gerade verarschen. Als ob das funktioniert. Ich glaube, ich muss einfach... Wenn man keine Geduld hat, macht man es halt so, ne? Wir schauen uns mal den Punkt hier hinten an jetzt. Der ist eher auf den ich mich konzentrieren sollte. Jo! 0,8! Ja, den machen wir fix, Alter. Fix. Da schießen wir halt voll vorbei und danach sind wir drin. Easy Snack, Junge. Alter, wie geil ist das denn? Okay, das war jetzt unerwartetes gutes Luck. So perfekt, das Timing zu kriegen. Klar, wir verschwenden jetzt nochmal 300 MS alleine zum Approach. Aber das, weißt du, nicht 15 Mal, um den Mann-Orbit zu fliegen, sondern direkt den Approach zu haben, ist natürlich genial. Also echt, genius. Muss man sich wieder selber loben. Eieieiei, so, weiter geht's. Vorspulenmäßig. Ah, das ist jetzt echt, also das war nicht nur unerwartet, das war überhaupt nicht erwartet. Ah, da sieht man wieder, was alles so ein bisschen Luck bringen kann, ne? So ein bisschen Luck nur. Ein bisschen Luck ist immer super. So, wie gesagt, wir werden bei circa 15, 13 Sekunden geben und dann passt er sich eh schon an. Zack. So. Alter, ich glaub's ja immer noch nicht. Das ist zu surreal. Einfach zu surreal, dass das funktioniert. Aber es scheint ja zu funktionieren irgendwie. So. Und wenn wir jetzt R anmachen. Das hier jetzt zum Beispiel anpassen noch. ...07, das passt vollkommen, besser als erwartet. The man again, hello my friend. Hello my lover. Hey, das ist unsere Station. Habt ihr sie gesehen? Alter, das ist ja mega geil, wir sehen sogar unsere Station hier rumflitzen. Alter, ich entdecke jetzt, also ich habe über 400, locker 5, wenn nicht sogar 1000 Stunden in diesem Game mittlerweile verbracht. Auf Steam siehst du ja nicht alle Zeiten, vor allem weil ich halt mit Seekent zocke und deswegen die Instanz ja nicht von Steam erkannt wird, dass sie läuft. Also ich könnte jetzt hier versuchen Steam zu öffnen, funktioniert nicht. Aber dass das so gut funktioniert, war nur RCS, nein, da werden wir jetzt keine RCS verwenden. Dass das so gut funktioniert und das, also ich bin ja immer wieder über das Spiel grundsätzlich erstaunt. Man kann mit Mods so viel schaffen. Ich glaube, das ist ja eh der Enchanted Visual Mod oder sowas. Ich weiß nicht, welcher Mod das ist jetzt. Der halt die Sachen weiter sehen lässt. Und dass da ein weißer Punkt dann vorbeifliegt, das ist doch eh klar, dass das die Station nur sein kann. Was Größeres haben wir dann nicht fliegen. Und vor allem nicht in der Flugbahn, glaube ich. Nee, da ist nur das fliegend. Sonst hätten wir nur noch hier den Rex Camper und... Ich sollte die Flasche hier fixieren, bevor sie umfällt, wenn ich hier so gestikuliere hier, ne? Alter, okay, vorspulen.
bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Jetzt tun wir Bodenstationen, Verteilungen hier, die volle Challenge Action. Schieße ich jetzt durch? What? Okay. Okay, ich mag, wir sehen. Sehen wir das Teil schon irgendwo? Das wäre hinter uns? Nee. Ich weiß auch nicht, irgendwie, irgendeinen Button habe ich wahrscheinlich mal gedrückt, dass ich die Anzeige nicht mehr so sehe. Jetzt sind wir noch auseinander. Okay, 10 Kilometer, das ist auch noch ein bisschen. Obwohl, wir haben selbst das gesehen. Und es waren keine 10 Kilometer. Die Man-Station, die einfach als weißer Punkt rumfliegt. Hui, ich bin hier. Alter, mich macht das Spiel immer wieder einfach so happy. Also selbst wenn es anstrengend ist, teilweise auch frustrierend, es hat immer wieder einfach diesen lohnenden Effekt, man hat was geschafft. Und deswegen, wie gesagt, ich habe für eine zweite Season schon eine noch geilere, finde ich persönlich, geilere Idee. Da wird aber dann auch nur eine Folge die Woche kommen, weil es einfach verdammt schwer ist, dann die Serie zu drehen. Aber ich denke mir, das lohnt sich dann für KSP, vor allem, weil es viel aufwendiger wird und man viel mehr machen kann, glaube ich. So, aber Leute, ich muss euch jetzt ein bisschen enttäuschen, denn wir haben die 15 Minuten erreicht. Bedeutet, die Folge ist vorbei. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Vergesst nicht, die Glocke zu drücken, damit ihr nie wieder ein Video verpasst von mir. Vergesst es nicht. Drückt drauf. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.